So Leute, willkommen zu Resident Evil 8 Village. Das ist nach einer Minute. Dann ist das live verfügbar. Digital Deluxe Edition. Auf YouTube hier werden regelmäßig 2 Videos am Tag kommen. Ich denke 9 und 18 Uhr. Eventuell je nachdem wie lange ich die Videos mache, auch 3 Videos am Tag. Sollen es kürzere Videos werden, werden es 3 Videos am Tag, sollten es längere werden, 2 am Tag. Wollt ihr mehr haben, schreibt es in die Kommentare. Sonst schaltet ein, rmx-gaming auf Twitch, dort seid ihr live dabei und habt das wesentlich eher. Na? Und ihr könnt an dem ganzen Horror teilhaben. So, Freunde. Ich mache die Chatbox jetzt mal aus und wir freuen uns über den Wahnsinn. Es geht los. Möge der Wahnsinn beginnen. Headset lauter stellen. Sprachausgabe. Deutsch, Anzeigesprache. Oh Gott, nee. Ja, auch Deutsch. Untertitel aus. Kopfhörer Surround. Gerade so sichtbar sind. Uha. Servus, Teddy. Gerade zu sichtbar sind. Passt, die Werte bis links. Seite verschwinde überprüfen. Bei keiner. Was passen Sie den Wert an, bis das Bild auf der linken Seite verschwindet? So ist es ja. So. Falls ich ab und zu das gab es in der Digital Deluxe Edition. Den auf dem folgenden Element Bildschirmfilter sind eben 7 Filmmaterial Speicher. Go turn the Rodeo. Oh ja. Folgenden Bonusmenü. Konzeptart Evens Geschichte berichtet über Baker-Vorfall. Sie können über das Bonusmenü einsehen. Wir empfehlen, die Evens Geschichte Konzeptart erst nach Durchspielen des Spiels zu betrachten, da sie Spoiler enthalten. Oh cool. Die folgende Schwierigkeitsgrad wurde hinzugefügt. Druff der Schatten. Er ist zu Beginn eines neuen Spiels verfügbar. Folgende Waffen, Accessoire mit Story Rune, sie halten den Storm. Survival Set, sie halten den Storm. Möchten Sie sich mit den Rückblende ansehen, was bei Biohazard 7 geschah? Besonders. Dies wird besonders spielen von Tiere. Haben wir zwar gespielt, aber gucken wir uns trotzdem fix an. Na? Weil ihr habt es, denke ich, nie gesehen. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Ich glaube, du kannst so. Nee. Ich glaube, Frage ist. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren.
Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Gameplay, Ziel der Planet. Ob des Fadenkreuzes. Normal und krass. So, wollen wir nicht lange schnacken? Achso, das sollten wir uns ja noch nicht. So, leicht für Spieler, die ein leichtes Spiel bevorzugen. Standard, eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnis. Veteran, seien Sie gewarnt. Durft der Schaden für die, die vor nichts zurückschrecken. Ja, wir machen mal Standard, wa? So. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. Komm, Kind! Stille deinen Durst, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Komm, Kind, wärme dich, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose
scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Ich... vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bringe sie ins Bett. Statt hip gibt's hier hopp. Das Zeug brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Nettes Easter Egg auf jeden Fall. Was gibt's denn noch? Plastic Cheap Rockers. Juice. Hast du Hunger? Nein? Dann später. Halt dich besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Wenn's wärmer wird, können wir raus spazieren. Ich wollte nur sicher gehen. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Das nächste Buch und Mia ist nächste. Lisa, warum hat keiner in Teil 7 drüber dann aber geredet, dass die für eine bioterroristische Organisation arbeitet? Weiß ich nicht, dann höre jetzt. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Ursache des Giftgas-Vorfalls in Dulwe erklärt. Die Ermittlung bezüglich des Austritts von Gift. Im Gas in Dulwe, Louisiana im Jahr 2017, das sind die 7 Vorfälle, wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zum Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack Baker, 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Ja, kannst du ja hier auf dem Fernseher Twitch und dann hier Smart View, weißt du? Das war übrigens gerade meine liebe Susi. Die sich jetzt auf dem anderen Fernseher anguckt, weil ich kann hier den Sound anmachen. Was da, ja, meine Kleine? Wird für euch der Sound scheiße. Alter, das ist doch ein Bild, das sieht aus wie Stephen King S, ne? Wo der Clown so zu dem Kind so hingeht, so... Ach, ich hab... Ich muss, ich habe die Kategorien noch nicht geändert. Das Stream noch in der Kategorie Wreckfest, was ja. Nee, Sinn und Zweck der Sache ist, nicht wahr, liebe Leute?
Hey, meine liebe Cousine, was geht ab? Die Sachen von Rosemont anzuzeigen. Ja, also wir haben jetzt die Theorie, dass 6.2.23 mir und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sachen von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir wirklich verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich mir sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Ich sag's euch, die Mia, die hat irgendwas zu verbergen. Name Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.20. Größe, Gewicht, Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten, Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen, Ergebnisse der Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Krankenhaus. Kein Grund zur Sorge. Oh, hallo, kleine Rose. Überlebender an der Waffe, Handhab, überlebt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das ist cool gemacht hier, ne? Kannst du schon hier? Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Tja, kann es leider nicht. Also, wir haben die wilde Theorie, dass Mia darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Oh, wütend ist zum Fürchten, dass die Mia die Lady Dimitrescu ist. Erwähnung, ihr Süße. Keine Sorge. Ich und bin die, ganz in der Nähe. Die Kleine hat hier. Lass nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Pilzsporen abgekriegt, die Mia noch in sich hat. Erst Medizin seit dem Vorfall muss ich sich an eine strikte Diät halten. Aha, warum denn das? Die sah jetzt nicht so aus, als wäre sie körperlich. Schläft sie? Ja, also sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose. Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Es geht schon los. Oh Heavy Hippopotamus.
Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Das habe ich richtig verstanden. Der hat die Militärausbildung gemacht bei Chris. Und das BSAA-Dings, eigentlich ist Chris ja noch bei der BSAA. Kind of Chris-Spuren zu untersuchen, die Ergebnisse stehen ja noch aus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Chris Redfield und Rose. Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Missionsziel, Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchung. Mindest 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Atmosphäre, die nimmt endlich auch der Sound. Nimmt endlich in Beschlag. Gehört.
Oh, was ist das? Komm, Stein angerührt. Hier sind Federn von im Raben. Junge. Ja, das auch, oder? Chat? Oh! Junge! Oh, Junge! Oh, was ist denn jetzt los, Mann? Noch viel gelebt oder was? Alter! Oh! Schon da hochgestellt. Mindestens 5 Meter hoch. Tada, die. Ich weiß nicht, ob der Sprung 5 Meter hoch war. Ich wäre fast 5 Meter hier hochgesprungen. Hört das auch, oder? Für einen Diabetiker zu... Oh! Dimitrescu. Ich würde sagen, es ist mir. Was wenn der erzählt, dass Chris mir ohne Grund. Oh, hier bleibt schon Blut dran. Junge.
passiert? Hey Flo, was geht ab? Ich hab's wild. Wo zum Teufel bin ich? Trotzdem eine Windmühle auf jeden Fall. Und hinten ist eine Fabrik hinten rechts und der Ecke. Jetzt gerade, ich habe ja gerade schon angefangen. Du fragst mich, wie es so ist. Wir spielen das jetzt seit 30 Minuten. Also, so viel kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall bis jetzt soundtechnisch absolut krass. Grafik gefällt mir auch gut. Wird durchsucht. Achso, vollständig erkundet habe ich das noch nicht oder was? Ah ja. Ah ja. Hä? Noch nicht vollständig erkundet? Ah ja. Das ließ sich gleich knacken. Ah ja, wenn man die trifft hätte. Da muss man später nochmal zurück. Irgendetwas fehlt. Ach, das ist, ich glaube, in der Demo hier. Ja, scheiße, was kannst du auch machen? Also auf jeden Fall eine andere Stelle wie du Thema. Ah.
Macht er das, oder? Sind das Ziegenköpfe? Was ist das denn? Junge. Friedhof, Werkstatt, Zeremonieplatz. Ich bin jetzt vermisst, bis auf weiteres kein Zutaten. Keine Ahnung, ob sich der Teil nicht so ernst nimmt. 12 Jahre, wo wenn du mir nichts spoilerst, ja. Ob der sich ernst nimmt oder nicht. Oder. Sieht zerbrechlich aus. Oh ja, das fühle ich. Ah ja. Ah ja. Ja. Hey, was ist das da drüben? Ich weiß es noch nicht. Sind Sie einfach weggelaufen? Ah, sieht jetzt nicht ganz so lecker aus. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die, Kerl! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Es geht. Gott verdammte! Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Oha, warte
mal, er ist verblockt. Eben ist quasi nicht vorhanden. Junge, wie viel schluckst denn du? Schluckst ja mehr Kugeln als jeder. Was zum Teufel? Junge, wir müssen was mit deiner Hand machen. Ey. Eine Schrotflinte von dem Eiermaler. Oh, wild, ein Bolzenschneider. Oh, Fabian, Foto. Vor allem, ja, Körperteile zu verlieren, das gehört beim bei Evan Winters zum guten Ton schon dazu. Oh ja, das gute Gras. Das gute Weed. Ah ja. So. Clip für YouTube. Tun wir dann einfach hier Aufnahmen beenden. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video wieder. Schaltet ein RMX Gaming, also RMX_Gaming bei Twitch. Und kommt vorbei jeden Abend ca. 20 Uhr. Sonst auf YouTube. Das nächste Video wird folgen. Das war das erste Video zu Resident Evil Village. Heute ist Release. Wir haben pünktlich zu Release begonnen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, konstruktive Kritik. Wollt ihr die Chatbox unten sehen in der Ecke? Wollt ihr sie nicht sehen? Gerne reinschreiben. Für euch im Stream geht es jetzt natürlich weiter. Das ist jetzt nur für YouTube. Erstmal ein Cut.